Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Coral Island. Es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, das zeige ich jedes Mal, ne? Ich würde mir langsam mal andere Ausreden einfallen lassen, ne? So. Ja, ein paar herzlichen Glückwunsch zum Erhalt der Note 6. Danke. Wir haben der Sammlung der Bibliothek ein paar neue Bücher hinzugefügt. Landwirtschaft, so geht's, Viehzucht, Nahrungssuche, BOS, Ausrüstungsslot. Komm gerne jede Zeit in der Bibliothek. Ja, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch zur Erhaltung. Note 5. Ach so. Der Note 4. Der Note 3. Okay. Wir haben ein paar Noten bekommen. Okay, die sind da schön am Machen. Hier können wir ein bisschen was rausnehmen. Ich weiß wirklich nicht mehr, was wir machen wollten. Das da wollte ich fertig machen, ne? Und allgemein... Was wollte ich machen? Gott, ich habe jetzt... Oh, ich habe so viel Stardew Valley gespielt. Gestern und heute. Dass ich jetzt die Steuerung nicht mehr kann. So. Das kann alles weg. Warum habe ich den Kürbis in der Hand? Wer mag Kürbis? Warum habe ich den Kürbis in der Hand? Habe ich hier gerade irgendwas drin? Achso, nee, da habe ich jetzt quasi die... Ach ja, für hier. Dann Essenzen. Warum habe ich denn die Batterie? Sonstiges, gell? Okay, wie schaut's denn in meinem Gewächshaus aus? Die brauchen alle noch ein bisschen. Da hinten wird gewachsen. Dann muss ich jetzt los zu meinem. Also wir haben übrigens das 1.1 Update jetzt schon da. Also ich nehme danach auf. Mittlere Maustaste. Ich vergesse es immer wieder, dass es geht. Ach ja, stimmt. Ich habe ja jetzt... Ich muss eigentlich gar nicht mehr zu denen. Ach, Quatsch. Muss ich ihnen eigentlich nur noch Futter hinlegen, ne? Oh, jetzt habe ich ihn gestreichelt. Muss ich gar nicht. Stimmt, ich habe jetzt einen Autopetter und den Einsammler. Habe ich das hier drüben auch schon? Wahrscheinlich nicht. Nee, da habe ich nur einen Autostreichler. Ich habe gerade versucht, das irgendwie noch auf Deutsch zu sagen. Okay. Wir haben nur 2 Eier bekommen. Das ist jetzt nicht so viel. Aber gut. Zack, 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 zack. Warum habe ich den weißen Trüffel hier? Ach, ich bin so verwirrt. Was zum Fick habe ich gemacht? Wer mochte Kürbis? Habe ich irgendwas? Aha. Herstellungslabor. Stabile Computer. Achso, dafür brauche ich so viel Geld, gell? Da war was. Aber... Ozean bin ich jetzt bei A. Nice. Es geht nur bis A, ne? Ich bin im Vermächtnis noch echt scheiße. Ach ja, stimmt. Dann
Autosammler. Kann ich machen. Nice. Hab ich. Random. Das war richtig random. Zack. Dann packe ich doch den auch mal hier rein. Ist ja richtig gut. Kann ich den... Nee, den kann ich nicht hier hinstellen. So. Okay. Trüffel. Ich muss die auch noch aufwerten. Ich habe ehrlich keine Ahnung, warum ich diesen weißen Trüffel mit mir rumschleppe. Okay, was brauche ich denn alles für... Ich brauche eigentlich hauptsächlich immer diese Batterien, gell? Batterien sind so mein größtes Problem, das ich habe. Ja, Batterien. Nee, die ultimative Vogelscheuche sind keine Batterien. Gut. Ich wollte aber eigentlich noch was anderes gucken. Mag denn bitte Kürbisse? Und warum? Sie! Warum? Warum versuche ich mich mit Bree anzufreunden? Oh nein! Ich versuche mich mit Ding anzufreunden wegen dem Rezept von den veganen Tacos. Sie! Emma! Emma! Scheiße, schon 2 von 2 gegeben. Ach, wir haben hier jetzt Single. Ah. Ach ja, stimmt, wir können ja auch jetzt abhängen, ne? Wir haben jetzt auch so Single-Tags. Baku. Okay. Scheiße, jetzt habe ich nicht geguckt, wo er ist. Bist du noch oben? Nee. Dann müsstest du hier irgendwo unten sein. Oder am Strand. Oder bei seinem Dad. Ich will jetzt das Abhängen mal ausprobieren. Ich glaube, da kann man mehr Freundepunkte verdienen. Hey du, du hast jetzt also ein Haus, ja, hör, das ist echt cool. Ich habe schon länger eins. Wir wenden diesen Dinger von hier, riecht ein bisschen schräg, aber macht, was er soll. Hab ich ihm schon. Ja. Ich soll zu Sams Laden gehen und sagen, wir den Beet und leuchtet. Wie denn noch? Ich überlege, Radieschensamen zu kaufen. Vielleicht Erdbeeren. Was ist besser? Das sind doch Frühlingssamen, oder? Was denkst du, welche würde mein Vater gefallen? Erdbeeren. Oh, umarmen. Oh, ich kann ihn nicht umarmen. Oh, lol. Warum kann ich die... Achso, die sind geschlossen. Café bei Raj. Strandbereich. Taco. Angelsee. Nein, wir gehen zum Kaffeepause. Definitiv machen wir das. Eine Pause ist genau das, was ich brauche. Denke ich mir, wenn man den ganzen Tag im Garten arbeitet. Ich muss meine Rolle runter machen. Ich sehe nicht auf diesem Bildschirm. Ich hoffe, ich muss jetzt vorlesen. Irgendwas war laut. Das war klasse. Ich hänge wirklich gern mit dir ab. Oh, danke. Deine Verbindung zu Vaku wird stärker. Das heißt, wir können jetzt immer 2 Geschenke machen und zwar mal... Achso, jetzt sind wir auch noch hier. Du bist von 10 Bewegungsgeschwindigkeit betroffen, nachdem du mit Vaku rumgegangen hast. Oh, ich bin jetzt schneller. Okay. Mit Emma, glaube ich, können wir noch nicht abhängen. Das können wir so nicht gut genug. Du brauchst einen Mohn. Habe ich safe daheim. Aber Safe Call habe ich den daheim. Hi.
Tach, tach, tach. Und wenn ich irgendwo da drin, ist bestimmt einer. Moon. Nö. Moon. Nö. Moon. Ja. So, wo bist du? Mark. War das ja. Wo bist denn du? Ach, du bist bei den Wauzis. Nee, ich glaube, Museum ist näher. Es gibt jetzt auch mehr Teleportpunkte, wenn ich das auch richtig im Kopf habe. Kann ich zu den Wauzis einfach reingehen? Kann ich einfach in den Animal Shelter reingehen und dann bin ich da drin? Ich würde gerne mit Mark reden. Hi, Archie. Ja! Das geht! Gott, ihr seid so süß. Spike Bonkers! Kimba ist bestimmt im Moment keine Zeit für dich. Ich bin auch gar nicht mit Kimba. Kira würde es nicht öffentlich sagen, aber sie ist auch sauer über die Sektion von Kugelfisch. Darum ist sie die Chefin. Wenn es nach mir ginge, dann wäre Kugelfisch morgen Geschichte. Ja, mit Gewalt ist halt aber auch keine Lösung. Ja. Danke. Bitte! So. Oh, ich muss mal meine Beine ausstrecken. Die tun so weh. Liegt doch bestimmt gar nicht daran, dass ich mich nicht bewege. Ach ja, guck mal, jetzt hat die Library Bücher. Wohlfühlfrucht. Ausdauerfrucht. Die ist aber neu. Bereich A. Die Entstehung von Coral Island. Dieses Buch NPC 2. Wir lesen das mal anders vor. Ich habe irgendwie nicht so viel Lust, gerade aktuell krass viel vorzulesen. Verzeiht. Wir haben Samstag, da dürfte der Schmied eigentlich offen haben. Tigerschwalbenschwanz. Ja, ich bräuchte eigentlich diesen Sandläufer. Weil der ist wahrscheinlich unten am Strand. Ich bräuchte doch so viele Viecher. Ach, das ist eine Schnecke. Da ist eine Tulpe. Ich muss aber halt auch mal fangen leveln. Damit ich überhaupt mal die Chance habe, sowas zu fangen. Ich versuche mich anzuschleichen. Da-da. Hat nicht funktioniert. Das ist ja bestimmt so eine scheiß Seidenmod, die ich brauche. Ich dachte, ich könnte den mitnehmen. Na gut. Oh, oh, toll. Oh, hallo. Liegt da so ein Pelikan durchs Bild? Also ein bisschen schade, dass man nicht sieht. Mann. Dass man nicht sieht. Der Punkt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah doch, wie viele Experience man
bekommt. Wenn man zum Beispiel so eine Schnecke fängt. Ja, ich habe ja wirklich... Wo ist es denn? Landwirtschaft und Tierzucht bin ich ja richtig gut. Tauchen bin ich auch richtig gut. Aber das Fangen... Oder Fischen... Ich müsste halt mehr machen. Aber ich hasse halt dieses Minispiel. Schade, dass wir das nicht einfach ausschalten können. Ich weiß nicht, was Spiele immer mit ihren Fisch-Minispielen haben. Oh nein, es ruckelt. Das war gerade nicht nett. Self-crawlen Fisch, den ich schon mal hatte. Red Snapper. Ja. Du snappst mich ja auch. Ob Coral Island irgendwann mal gemoddet wird? Weil ich Spielstile werde ich tatsächlich auch aktuell gemoddet. Und da habe ich ja dieses scheiß Angelspiel ausgemacht. Dementsprechend ziehe ich halt einen Fisch nach dem anderen raus. Ja, das ist fein, weil das macht mein Spielerlebnis eher besser als schlechter, wenn dieses scheiß Angelspiel nicht mehr drin ist. Red Snapper, ja, war mir klar. Okay, wir können mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte ich morgen habe, nachdem ich jetzt heute 3 Fische gefangen habe. Tag ist irgendwie krass schnell vergangen. Holy shit. Okay, ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass es tatsächlich 3 Fische sind. Es hätte jetzt sein können, dass ich hier Müll rausziehe. Boah, ich bin heute krass gesprächig, ne? Wahnsinn. Aber ich wollte auch eigentlich hauptsächlich aufnehmen, damit ich die kommende Woche fertig habe. Weil ich habe so schön FF aufgenommen. Ich kann es ja auch jetzt eigentlich sagen, weil die Folge kommt jetzt Ende nächste Woche raus. Bei mir zieht ein kleiner Hund ein. Okay, wir haben 356. Wo merke ich mir denn das jetzt? Bei mir zieht ein kleiner Hund ein. Endlich ein kleiner Hundewelpe. Und... Jetzt habe ich genau falsch rum. Und dementsprechend war ich in der letzten... Deswegen ist auch so scheiße viel ausgefallen. Und es kamen keine Streams mehr, weil ich das so gebacken bekommen musste. Erstmal mit umziehen und dann war halt direkt die Zusage, dass ich diesen Hund bekomme. Und dann musste halt super schnell jetzt die Wohnung so weit auf Vordermann gebracht werden, dass dieser Hund da ohne Probleme einziehen kann. Und die Wohnung ist jetzt so weit auf Vordermann gebracht, dass dieser Hund ohne Probleme hier einziehen kann. Es war halt wirklich... Die letzten Wochen waren... Hui. Stressig. Aber ich bin jetzt einfach happy, dass alles funktioniert hat. Und ich übermorgen tatsächlich schon mein kleines Baby abholen kann. Ja, und ich freue mich so. Ich wollte ja schon immer einen Hund haben. Und jetzt endlich, hoppala. Und jetzt endlich habe ich einen. Oder bekomme einen. Und, oh,
Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das... Ah, also für Leute, die natürlich selber so Ewigkeiten auf den Hund warten. Aber es ist einfach nur toll.